Hey Leute, ich wollte nur kurz anmerken, wie ich die bewerte, ändert sich aus irgendeinem Grund im Video. Kann man das nicht sehr consistent? Und das wollte ich einfach nur anmerken, deswegen nimmt es auch nicht zu ernst. Ein paar Sachen, denke ich, bin ich mir auch nicht sehr sicher. Habe ich aber, glaube ich, auch recht deutlich gemacht. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Heute werden wir eine Plants vs. Zombies Tierlist machen. Das ist meine erste Tierlist auf dem Kanal. Vielleicht werde ich mehr machen, vielleicht schon nicht. Kommt drauf an, wie es ankommt. Auf jeden Fall werden wir die Dachlevelpflanzen hier reinmachen. Ich werde einfach, ob die nutzvoll sind auf dem Dach, aber auch im späteren Verlauf des Spiels. Und auch, ob sie den Job, den sie haben, gut erfüllen. Und ich habe jetzt das nicht genau sortiert. Aber wir fangen mal an. Das erste ist der. Ich weiß den Namen nicht genau. Der Job von dem ist es einfach. Der soll Schaden machen und halt dann übers Dach werfen und die Zombies erreichen. Was halt sowas wie Pea-Shooter nicht kann. Ich weiß nicht genau, wo ich den reinmachen soll. Ich meine, der macht seinen Job ganz gut für den Preis von 100 auf den Dachleveln. Für den ersten Level 100% wichtig. Aber in den späteren Leveln wird er dann auch nicht mehr so gut sein. Weil da hat man dann halt viel bessere Alternativen. Und außerdem ist dann auch nur für die Dachlevel, wo man dann auch zum Beispiel die Butter benutzen kann und das in mehr reinmachen kann, um die zu stunnen. Es macht auch nicht mehr genug Schaden, wird auch geclased von Melona Pult, aber es kommt auch sehr spät. Und es ist halt wirklich nur nutzbar auf den Dachleveln, weil es auch so viel Schaden macht wie ein Pea-Shooter und der genau gleich viel kostet. Und der Schuss braucht, glaube ich, so ein bisschen länger, bis er da ist oder auch nicht. Vielleicht bin ich da einfach dumm. Der Pflanzentopf S. Ohne den würde man es halt nicht mal schaffen. Irgendwann hat man auch nur 3 Linien, um irgendwas zu machen. Also das ist ganz einfach. Als nächstes haben wir das Kernerpult. Ich weiß nicht genau, ob S, A, vielleicht sogar B. Ich glaube aber, obwohl, wenn ich den A gemacht habe. Der ist nicht gut im späteren Verlauf. Ich mache den mal auf B und den auf A. Der kann halt stunnen. Er ist nicht sehr zuverlässig, deswegen mache ich ihn nicht in S. Aber wenn man 2 oder mehr rein hat, dann kann er doch ganz zuverlässig die konstant freezen. Halt nicht, wenn es nur eine Reihe ist. Die beiden funktionieren sehr gut zusammen, weil dann macht Schaden und dann wird es gefreeze auch. Aber alleine und ich glaube, weil die so gut zusammenarbeiten, würde ich den in S machen. Aber alleine hat er da halt das nicht. Und ist halt nicht genug, ist halt nicht reliable genug, dass man den mit nur einer Reihe benutzen kann. Und wenn man dann sogar sehr viel Platz einem fehlt, weil man sehr viele andere Sachen bauen möchte, dann kann er nicht sehr zuverlässig auch die Gegner stunnen, was er machen soll. Als nächstes haben wir den. Ich weiß nicht genau, wo ich den hinpacke. Ich benutze ihn persönlich nicht sehr viel. Ich meine, in andere Lanes machen kann man für Taktiken schon benutzen. Besonders wenn man zum Beispiel für das eine Schief mit Sonnenfarmen möchte oder vielleicht sehr wenig Geld hat, deswegen die dann benutzt und da alles voll spammt und alle Zombies auf 2 Linien verteilt und damit dann Geld farmt. Aber so und ist auch ganz gut. 4 Leute benutzen das, glaube ich, auch ganz gut. Ich halt persönlich nicht, deswegen würde ich sagen, kommt es auch in B. Als nächstes haben wir den hier. Der ist wirklich gut gegen Bungee-Zombies, aber die haben mich auch persönlich nicht wirklich viel genervt. Außer wenn halt die andere Zombies runtergebracht haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob er dagegen überhaupt beschützen kann. Deswegen würde ich, wenn er es kann. Er verbraucht halt ein bisschen Platz, wo man dann vielleicht den hier nochmal eine zweite Reihe bauen könnte. Beschützt halt auch dann gegen die Basketbälle von diesen Katapult-Zombies. Deswegen würde ich sagen A.
Ich benutze ihn nicht sehr viel, aber er kann sehr gut sein. Kaffeebohne kann sehr gut funktionieren, wenn man Metallgegner hat und den Magnet zum Beispiel benutzt oder so. Ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass das scheiße ist. Das habe ich hochgeladen, aber im Video ist mir aufgefallen, ist ja gar nicht so schlecht. Also den Job erfüllt es gut. Ich würde es halt doch ein bisschen runterstufen, weil ich es persönlich das auch nicht wirklich viel benutze und ich es immer noch nicht so effektiv sehe, keine Ahnung. Ich meine, Magnet ist gut, aber wenn keine Gegner sind mit irgendwelchem Metall, was eigentlich doch öfters passiert, aber wenn es nicht ist, oder zum Beispiel auch gegen Garantuas und sowas, weil die machen meistens sehr wenig Schaden, die ganzen Pflanzen aus der Nachtfraktion. Und außerdem erhöht es einfach den Preis dann sehr viel, weil es 75 kostet. 50 Sonne wird vielleicht so ein bisschen günstig sein, aber das würde ich dann ein bisschen höher stellen. Aber bis dahin würde ich sagen C. Die hier benutzt niemand, das kommt in D direkt. Also wenn man sagt, es erfüllt seinen Job, es soll dir Geld bringen, das macht es. Und wenn man das einfach nur daraus, würde man es A vielleicht sogar S machen. Aber sonst bringt es dir halt nichts. Und es gibt auch effizientere Wege, Geld zu farmen. Zum Beispiel, indem du eine leichte Challenge ganz oft machst oder sowas, weil du immer 1000 Münzen kriegst. Glaube ich. Was? Oder halt einfach deinen Rasenmäher behältst. Auf jeden Fall, so viel strugglest du meistens an Geld nicht. Ich würde sagen, manchmal benutzt man es vielleicht dann auch mit dem Knoblauch, wie ich ja schon gesagt habe. Ja, dann würde ich jetzt in C machen. Melona Pult ist sehr gut. Würde ich in S machen. Es kostet 300. Es attackiert über drei Linien, wie auch. Wo ist da? Der hier, der Free-Shooter. Der attackiert in drei Linien, weil, wenn er attackiert und es trifft und zwei Gegner, zwei andere Zombies auf den. In einem bestimmten Radius sind, kriegen die auch Schaden, zwar nicht so viel, aber auch. Und wenn man eine Reihe davon hat, und der macht halt sehr viel Schaden, kostet auch nur 300, nicht 325. Also kann man da auch ganz gut benutzen. Also würde ich sagen, der hier ist auch S-Tier und das war's dann mit denen. Und damit würde ich sagen, ja, die Tierliste ist fertig. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ich habe nichts geplant, also könnte ich vielleicht auch nochmal das machen und meine Meinung komplett geändert haben. Aber dann tschüss.